Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zum dritten Teil der dieswöchigen Reihe. Warum ist Call of Duty einfach so hart am Ende und warum ist MW2 so hart gefloppt? Und ich habe all eure Vorschläge in den Kommentaren gesehen. Ihr könnt noch weiter welche einreichen. Die Serie wird jetzt noch so lange gehen, bis wir alles einmal sachlich, analytisch besprochen haben, weil irgendwie keiner drüber spricht. Und eins der Themen, was irgendwie einige interessiert hat, was man da beleuchten sollte, ist Crossplay, Schrägstrich, auch ein bisschen Hacker-Problematik, weil ohne Crossplay auf der PlayStation keine Hacker, auf dem PC Hacker, Cheater. Crossplay, Kompatibilität zwischen Xbox, PlayStation, PC, bla 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 und Aim Assist. Und für viele ist so Aim Assist ein großes Thema. Und da gibt es einfach so viele unsinnige, dumme, schwachsinnige Äußerungen von wirklich, es tut mir leid, dummen Menschen darüber, die absolut keine Ahnung haben. Dass ich dachte, das wäre auch ein wichtiges Thema, um drüber zu sprechen. Vorneweg, Crossplay und Aim Assist für Controller, egal ob auf der Konsole oder am PC, sind keine Gründe dafür, dass das Game dieses Jahr gefloppt ist. Im Gegenteil, ohne Crossplay würden auf dem PC keine Leute mehr Call of Duty spielen können. Denn zum letzten Game ohne Crossplay, was Black Ops 4 meiner Meinung nach war, ist es schon so gewesen, dass auf dem PC Call of Duty schon wenige Wochen nach Release komplett tot war. Die meisten Spieler tummeln sich halt an den Konsolen, an der PlayStation, an der Xbox. Das war schon immer so, wird schon immer so bleiben. Es gibt einfach mehr Konsolenspieler als PC-Spieler. Mit, ich glaube, MW19 haben wir dann das erste Mal die Renaissance von Crossplay gesehen. Crossplay funktioniert ja wie folgt. PlayStation kann mit PC und Xbox zusammenspielen, PlayStation kann aber auch Crossplay ausmachen und nur mit PlayStation zusammenspielen, also nur Leute mit Controller. Beziehungsweise fast nur, ihr könnt eine Maus und eine Tastatur an eine Konsole anschließen, haben einige nicht gewusst, ist relativ einfach, machen auch einige. Xbox kann Crossplay nur über die Xbox-Settings ausstellen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, soll aber gut funktionieren, so dass die ohne PC, ohne PlayStation spielen können. PC ist dazu verdammt, mit Crossplay zu spielen. Das heißt, wenn ihr mit Maus und Tastatur spielt, müsst ihr mit anderen auf Konsolen spielen, wenn ihr Call of Duty spielt, ob ihr wollt oder nicht. Natürlich habt ihr Aim Assist auf einem Controller. Das habt ihr, wenn ihr auf der Konsole mit dem Controller spielt. Ihr habt aber auch Aim Assist, wenn ihr auf dem PC mit dem Controller spielt. Und irgendwann, vor anderthalb, 2 Jahren, fing es plötzlich an, dass irgendwelche Maus- und Tastaturspieler sich öffentlich darüber aufgeregt haben, wie schlimm es doch ist, dass absolute No-Hands mit einem Controller und Aim Assist so unfassbar gut sind. Und dann kommen diese ganzen Aussagen, die ihr bestimmt schon mal gelesen habt, mit: Ja, ich habe das eine Video gesehen. Also, der hat nicht gezielt und der Aim Assist ist ein Aimbot. Der hat automatisch im Kreis gezielt. Und ja, seit 15 Jahren spielen die Profis auch mit Controller, weil es so überpowered ist. Und diese wahnwitzigen Clips, die man manchmal sieht, was sehr unterhaltsam ist, man sieht dann immer nur, wie der Charakter steht, geradeaus guckt, an ihm läuft einer vorbei und der Aim Assist geht angeblich so mit ihm mit, 180 Grad. Und dann sieht man allerdings nie, ob derjenige, der den Charakter kontrolliert hat, ob der nicht vielleicht einfach gezielt hat, um das zu behaupten. Aber ist ja auch völlig egal, ob man es glaubt oder nicht, es ist absoluter Schwachsinn. Wichtig ist zu wissen Folgendes: Es gibt kein Input-basiertes Matchmaking oder Input-basiertes Crossplay, was sich ja einige wünschen, getreu dem Motto: Wenn ich mit Controller spiele, dann will ich auch nur mit anderen Leuten spielen, die mit Controller spielen. Und diese Diskussion ist absolut schwachsinnig, weil wir die Spielerzahlen so hart aufteilen würden. Dann müssten wir irgendwann anfangen, Leute nur noch zusammen zu matchen, die einen 120 oder 144 Hertz-Monitor haben. Und dann müssten wir Leute zusammensetzen, die auf Ultra-Settings 4K 60 FPS spielen können. Und dann müssen wir Leute zusammensetzen, die einen Pro-Controller haben. Also ein mit Sticks, mit allem Möglichen, vielleicht mit Gummi, wie ich es jetzt habe, für rutschige Hände. Dann müssen wir Leute auseinanderteilen, weil sie eine gute Tastatur haben und andere eine schlechte Maus. Und das ist absoluter Schwachsinn. Ein guter Maus- und Tastaturspieler wird immer ein Gunfight, wenn er 1 zu 1 zu vergleichen ist, immer ein Gunfight gegen einen Controllerspieler gewinnen. Das liegt einfach daran, dass die Vorteile bei Maus und Tastatur den Vorteilen gegenüber dem Controller, wo ja Aim Assist als Unterstützung dient und kein Aimbot ist. Also jeder, der es behauptet, soll einfach wirklich mal 4 Wochen Controller spielen und mir bitte sagen, ob es geschenkt ist, Kills zu bekommen oder ob man vielleicht doch noch ein bisschen aimen muss.
Auf jeden Fall, ich lasse mich auf diese Diskussion gar nicht mehr ein, weil die Leute, die das andauernd behaupten, sind sowas von fernab von dieser Realität und die kann man auch nicht von etwas anderem überzeugen. Es ist nicht machbar, Controller- oder Input-basiert Matchmaking aufzuteilen. Das Matchmaking, was wir haben, ist ja schon viel zu sehr aufgeteilt. Wir haben SBMM, was aufteilt. Wir haben verschiedene Modi, wir haben 6 gegen 6, wir haben 10 gegen 10, wir haben Warzone, wir haben DMZ, wir haben Bodenkrieg, wir haben in Cold War verbundene Waffenherrschaft gehabt, was so eine Art Bodenkrieg war. Wir haben Party-Modi, wir haben Rank-Play. Es gibt, die gesamte Spielerbase teilt sich schon allein durch die Spielmodi, die wir haben, auf 30 verschiedene Spielmodi auf. Deswegen sind auch die Ladezeiten in den Lobbys so gottlos lang, weil wir mit SBMM dann auch noch das Problem haben, dass aus einem kleinen Pool von Spielern dieses Hurensohn-Matchmaking auch explizit suchen muss, wer irgendwie von den Statistiken zusammenpasst. Absoluter Schwachsinn. Crossplay hat Call of Duty nicht kaputt gemacht und auch Crossplay ist nicht schuld daran, dass die Spieler abhauen. Crossplay ist notwendig und viele Spiele machen es einfach vor, dass Crossplay gut funktioniert und diese Minderheit von Leuten, die sich darüber aufregen, dass ein Controller-Spieler Aim Assist hat, den kann man nicht helfen. Aber es ist faktisch kein Grund, dass Call of Duty jetzt untergegangen ist, sondern ganz im Gegenteil einer der Gründe, warum diese Franchise mit MW19 überhaupt so ein bisschen, ich sag mal, finanziell auf jeden Fall, aber auch von dem Interesse der Spieler einfach ein bisschen Feuer damals bekommen hat. Und wenn man auf dieses Thema zurückgeht, warum spielen die Pro-Player seit 15 Jahren denn mit dem Controller, wenn es so OP ist? Die Pro-Player spielen Call of Duty seit 15 Jahren Controller, weil sie damit angefangen haben. Kein Scampi oder Formel oder sonst wer wird nach 15 Jahren plötzlich auf Maus und Tastatur wechseln. Es ist einfach etabliert, dass Controller der Input ist, den die Pro-Player haben wollen. Und wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich der Auffassung seid, dass Controllerspieler alle absolut scheiße sind, ohne Aimbot nichts können und mit Maus und Tastatur das alles so viel schwieriger ist, kann ich euch eins sagen. Ich habe vor 2,5 Monaten mit Escape from Tarkov angefangen. Es ist ein reines PC-Game, was kein Controller-Unterstützung hat. Ich habe kein Aim Assist. Ich habe mir eine extra dafür eine Logitech G502 geholt. Ich habe mir extra dafür für meine Ansprüche ein K70 Tastatur besorgt. Eine großartige Tastatur, ganz, ganz toll. Ich habe sehr viel Geld für meine Hardware ausgegeben, weil ich einfach so gut sein wollte wie möglich. Und ich habe Maus und Tastatur noch nie in einem Game vorher gespielt. Weder bei Call of Duty, noch bei Battlefield, noch bei Fortnite. Ich habe immer Controller gespielt. Und wisst ihr was, Leute? Ich habe eine 3,8 KD in Tarkov. Ich komme sehr gut klar mit Maus und Tastatur. Ich komme mit allen Eingaben zurecht. Ich komme ohne Aim Assist zurecht. Und das nach 3 Monaten praktischen Lernen von einem neuen Game mit einem Input, den ich vorher niemals hatte. Natürlich bin ich mit Maus und Tastatur nicht annähernd so gut wie mit einem Controller. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich mit einem Controller seit 15 Jahren jeden Tag spiele und mit Maus und Tastatur seit 15 Jahren jeden Tag ein bisschen arbeite, aber mit Sicherheit nicht flicken muss und auf 1 Millimeter Kopfschüsse verteilen muss. Das heißt, das würde ich mir wünschen, dass da einige einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, ob es denn wirklich so sinnvoll ist, irgendwie die Schuld an dem kaputten Game in dem Input zu suchen, den die Leute haben. Weil, wie soll es denn anders funktionieren? Wollt ihr wirklich aufteilen, wer mit Tastatur spielt, spielt nur noch mit Tastatur? Wie wollt ihr denn mit euren Freunden zusammenspielen? Stellt euch vor, euer Kumpel spielt mit dem Controller und ihr mit Maus und Tastatur. Ja, sorry, ab jetzt könnt ihr dann nicht mehr zusammenspielen, damit es in Anführungsstrichen fairer ist, was absoluter Schwachsinn ist. Wenn Controller so OP ist, frage ich mich ernsthaft, warum spielt man nicht selber mit dem Controller? Und dann gibt es immer so Antworten wie, ja, das ist langweilig. Also man kann nicht über irgendwas meckern, das da sagen, beschimpfen, dass das absolut krank OP ist und dann sagen, ich mach's aber nicht, weil es langweilig ist. Das sind einfach Ausreden. Das ist aber nur ein Zwischenteil der Serie diese Woche sozusagen. Morgen in der Serie werden wir ein Thema behandeln, was für euch extrem wichtig war in Modern Warfare 2 und Warzone 2, und zwar Content, und ich werde Content mischen mit Kommunikation. Das heißt, welches Feedback bekommen wir von den Entwicklern? Was ist eigentlich bei den Entwicklern in diesem Start jetzt aktuell passiert? Also Infinity Ward ist ja gar nicht mehr für MW2 an und für sich zuständig, sondern das wurde jetzt auf Sledgehammer und teilweise Treyarch, Ranked und teilweise Raven Software und Binox übertragen.
warum gibt es keine Kommunikation, was für ein Content fehlt uns, warum kommt kein Content, warum äußert sich keiner. All diese Sachen werden wir morgen in dem Video verpacken. Ich hoffe, heute hat euch ein bisschen geholfen und ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Abo da. Ich werde jetzt gleich auf Twitch live sein. Wir werden 2 Stunden MW19 spielen, Cheaterfest, und dann zu Tarkov gehen. Das heißt, wenn ihr mal Lust habt, vorbeizuschauen, vielleicht eine Diskussion zu starten, kommt gerne in den Twitch-Chat. Ansonsten haut noch eure Vorschläge rein. Ich denke, wir haben noch 3, 4 Serien oder Teile vor uns. Worüber sollen wir sprechen, was MW2 zum Scheitern gebracht hat? Ich freue mich.